Mit Ark Genesis 2 ist Mutagel ins Spiel gekommen und Mutagel braucht man unter anderem dafür, um Strider zu ziehen, neben der Mission natürlich, und man kann aus Mutagel auch Mutagen herstellen, wo man seine Dinos eben mit besser machen kann. Und wo wir das schnell und easy herbekommen, das schauen wir uns heute mal an. Moin, mein Name ist Nico der Profi, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark. Wenn du darauf Bock hast, wenn du Bock auf Genesis 2 hast, lass ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ich zeige euch mal kurz die Location, wo wir uns eigentlich befinden. Denn ich habe ja schon mal das Space-Biom-Video gemacht, da kriegt man natürlich auch Mutagel her. Aber es gibt noch einen, ich würde mal sagen, einen besseren Weg, wo man auf jeden Fall immer Mutagel findet. Und den schauen wir uns an. So, einmal GPS angemacht. Wir sind hier auf der Karte, zeige ich euch das. Und wir sind bei 50.3, 29.7. Und ja, so sieht das Ganze dann eben aus. Ist so ein Eingang, findet man relativ easy, ist eigentlich nicht so schwer zu übersehen. Und damit ihr einmal seht, dass das Ganze auch legit ist, wir gehen einmal aus dem GCM raus. Den brauchen wir nämlich nicht. Am besten nehmt ihr auch einfach gar nichts mit da rein. Falls ihr sterben solltet, ist alles easy. Wir gehen zusammen den ganzen Weg einmal ab. Ihr könnt euch auch gerne hier vorne einfach ein paar Betten platzieren. Falls ihr mal sterben solltet, ist das kein Problem. Und wir scheppern mal rein mit unserem Raumanzug. Steuerung und Shift übrigens auf dem PC, wenn ihr hier so lang scheppern wollt. Und dann folgen wir einfach so ein bisschen, ja, dem Weg hier durch. Ist auch nicht so schwer zu finden. Wir müssen gleich nur ein bisschen halt aufpassen. So, einmal schön gerade durch, immer der Nase nach quasi. Wie gesagt, ist jetzt nicht der schwierigste Weg, aber wenn ich hier was schneide, könnte das zu Verwirrung führen. So, hier müssen wir uns einmal rechts halten. Hier geht es dann gleich rechts weiter. Können wir nochmal ein Stück mit Steuerung und Leertaste uns hochziehen. Wie die Commands sind auf den Konsolen, I don't know, aber es helfen euch sicherlich Leute in den Kommentaren weiter. Das ist kein Problem, da haben wir eine nice Community, die macht das schon. So, nochmal hier durchscheppern und dann links rum und dann zack, peng, sind wir bei Rockwell Zerz. Und wir wollen hier unten hin. Gut, ihr seht den Todesstrahl. Ich habe vorhin schon ein Video aufgenommen zum Reaper 10. Und wir müssen einmal hier unten hin. Und hoffentlich haben wir jetzt Glück, dass hier kein Basilisk ist und auch kein Reaper. Und solange hier kein Mock unten drin ist, können wir hier unten noch reingehen. Gut, ist ein bisschen nebelig, aber hier ist dann Mutagel. Das können wir aufsammeln. Wie gesagt, es könnten Reaper Queens hier sein, die in der Erde sind. Es können Basilisken hier sein. Und ganz, ganz wichtig, hier kann manchmal so eine Suppe drin sein. Also es ist Säure, es ist keine Suppe, die uns eben wegätzt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es können eben auch Reaper hier sein, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und es können eben auch diese Pflänzchen hier sein. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Sonst nehmt ihr halt euch halt doch noch was zum Schießen mit, wenn ihr die wegmachen wollt. Aber hier könnt ihr eben super viel Mutagel aufsammeln. Ihr braucht, glaube ich... Oh, da geht's los! Da war das Zeug auf einmal da. Kurz einmal erschrocken. Ihr braucht, glaube ich, 82 oder 83... Für, nee, das ist falsch, man braucht nicht 82 und 83 für ein Mutagen. Man kann aus Mutagel auf jeden Fall Mutagen machen. In der Chemistry Bench. Wie viel ihr dann tatsächlich braucht, I don't know. Müsst ihr mal reingucken. Okay, ich habe gerade mal geschaut, ihr braucht 600 Mutagel, um 6 Mutagen herzustellen in der Chemistry Bench. Also pro Mutagen braucht ihr 100 Mutagel. Wenn ihr es aufgesammelt habt, dann könnt ihr euch einfach hier hochshooten. Immer schön doppelt Sprung drücken. Und dann kommt ihr hier auch wieder hoch. Ja, und dann müsst ihr einfach nur noch den Weg nach draußen wieder antreten. Einfach exakt im Mundo genauso zurück, wie ihr auch reingekommen seid. Und ihr seid eigentlich schnell genug, dass euch da keiner irgendwie angreifen kann. Dass euch da irgendwas passiert. Ihr seid ja flink genug und dann habt ihr euer Mutagel rausbekommen aus Rockwell in der Rhein. Und das ist auf jeden Fall ja verlässlicher, als danach im Space-Biom zu suchen. Falls ihr mal schnell welches braucht, weil ihr euch einen Strider ziehen wollt. Ich baller eben noch den Weg hier raus, ist nicht mehr weit. Einmal hier durch den Gang und dann rechts rum. Keine Sorge, wenn das passiert, wenn ihr von einem Summoner irgendwie entdeckt werdet, ihr ballert einfach weiter. Ihr seid schnell genug mit eurem Anzug. Alles easy peasy, lemon squeezy, kein Problem. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, wir sind wieder draußen.